Willkommen auf unserem YouTube-Kanal Hörspiele und Hörbücher. Wie ihr vielleicht schon wisst, gibt es diesen in der Blue und in der Black Edition. Näheres hierzu könnt ihr der Kanalbeschreibung entnehmen. Bevor nun das nächste Stück startet, möchten wir euch bitten, uns mit einem Like und einem Abonnement zu unterstützen. Auf diesem Wege wird es uns möglich sein, euch auch weiterhin regelmäßig mit Klassikern und neuen Stücken diverser Rundfunkanstalten zu unterhalten. Vielen Dank. Und nun wünschen wir euch gute Unterhaltung. Krimi, 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 Krimi. Am Freitag. Hallo? Spreche ich mit Mr. Dishwater? Fein. Hier ist Mrs. Oates. Ja, ganz recht. Die Gattin von Mr. Archibald Oates. Pharmazeutische Werke. Ihre Agentur wurde uns von Freunden empfohlen. Wie bitte? Das wollte ich Ihnen gerade erklären. Miss Bobbins, unsere langjährige Hausangestellte, musste gestern in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Sie ist nicht mehr die Jüngste, leider. Nun geben wir morgen Abend in unserem Haus eine Party für etwa 2 Dutzend Freunde. Ach ja, Sie verstehen. Ja, eine zuverlässige Stütze für Küche und Service. Meinetwegen auch einen Lohndiener. Wir können unmöglich die Party platzen lassen. Gut, gut, schicken Sie den Mann zu uns. Wie ist der Name? Seaton. Ich werde es mir merken. Vielen Dank, Mr. Dishwater. Sie haben uns sehr geholfen. Das dritte Opfer. Kriminalhörspiel von Klaus G. Zabel. Wer ist da? Mein Name ist Seaton, Madam. Die Agentur schickt mich, wenn Sie bitte die Gartenpforte öffnen wollten. Aber natürlich, gern kommen Sie. Ich erwarte Sie an der Haustür. Ich freue mich, Mr. Seaton. Nein. Du bist... Der bei Dishwater bestellte Lohndiener, jawohl. Darf ich eintreten? Nicht einen Schritt. Nicht einen Schritt über diese Schwelle. Was suchst du überhaupt hier in Norwich? Dich. Das heißt, jetzt habe ich dich ja gefunden. Suchen? In diesem Aufzug? Als Lohndiener erhält man am leichtesten Eingang in die Häuser der oberen Schichten. Und dass ich dich nur dort zu suchen hatte, war mir klar. Dass ich allerdings diesen Job bei dir bekam, ist ein Zufall. Aber wie das Leben mir manchmal so spielt. In meinem Haus wirst du keinen Job übernehmen. Geh und lass dich nie wieder blicken. Sonst müsste du drohst? Ich könnte auch drohen. Untersteh dich. Ich sagte, ich könnte. Ich werde es nicht tun, wenn du vernünftig bist. Was du schon unter vernünftig sein verstehst. Zum Beispiel, dass du mich nun endlich hineinlässt, damit wir die Einzelheiten meiner Arbeit besprechen können. Und wenn ich alle Einladungen rückgängig machen müsste, du... Du kommst mir nicht ins Haus, du nicht. Schade, wirklich schade, Linda. Hau ab! Du, hau ab! Was gibt es denn, Linda, Darling? Oh, nichts, Archibald. Ein Hausierer. Ich werde schon mit ihm fertig. Um Vergebung, Sir, aber Mrs. Oates hat mich missverstanden. Ich bin der bestellte Lohndiener für ihre Party. Ja, aber dann nicht wie rein mit Ihnen, Mr. Seaton, Sir. Hier ist der schriftliche Auftrag der Agentur. Ich muss mich bei Ihnen für meine Frau entschuldigen, Linda. Wie konntest du Mr. Seaton nur für einen Hausierer halten? Man sieht doch einem Menschen an, was er ist. Nicht immer. Tut mir leid. Also nun mal los. Während ich Ihren Auftrag unterschreibe, wird meine Frau Sie mit Aufgaben und Räumlichkeiten vertraut machen. Nicht zum ersten Mal in einer Villa? Wie? Hoffe ich? Nicht zum ersten Mal. Ah,
Ich verzeih, Lita. Aber die Nacht war zu kurz. Vier. Viel zu kurz. Appetit habe ich überhaupt keinen. Trinken könnte ich allerdings. Eimerweise trinken. Dabei hast du so viel ich beobachten konnte auf der Party doch gar nicht so viel getrunken. Richter O'Henry war dir da um Gläser voraus. Na, ob viel oder zu viel. Ich habe einen höllischen Brand. Obendrein Kopfschmerzen. Ich werde eine Tablette nehmen. Kopfschmerzen habe ich zwar nicht, aber ich mache mir welche. Worüber? Die Party können wir als gelungen abhaken. Es hat weder Verbalinjurien noch Tätlichkeiten gegeben. Wo man ja nie ganz sicher ist, wenn Colonel Hankey nach dem 12. Scotch anfängt, die Gäste für seine Soldaten zu halten. No. Was bereitet ihr also Kopfschmerzen? Der Umstand, dass wir nicht wissen, wie lange unsere Miss Bobbins im Krankenhaus bleiben wird. Ein paar Tage komme ich zur Not schon mal ohne sie aus, aber längere Zeit... Ja, keine Sorge, Liebling. Ich habe mich bereits um eine Vertretung für die Bobbins bemüht. Was heißt bemüht? Es bot sich förmlich an. Verstehe ich nicht. Mhm. Nicht die Spur einer Idee? Nicht die Spur. Überleg doch mal, Linda. Denk an die Party. An die Party. Na gut. Und... Oh nein. Du willst doch nicht etwa behaupten, dass dieser Lohndiener... Der und kein anderer. Es muss dir doch wie mir, übrigens auch unseren Gästen, aufgefallen sein, wie außergewöhnlich sicher, also wie verständig, wie ausgesucht höflich dieser Mann seine Arbeit verrichtet hat. Das machen doch tausend andere ebenso gut und noch besser. Was ich bezweifeln möchte. Aber er ist ein Mann. Was soll ich denn mit einem Mann im Haus halten? Nein, Archie, bitte, lass uns eine Frau einstellen. Mit weiblichem Personal kommt man viel besser aus. Na, heutzutage. Und dann soll Seaton auch ein ausgezeichneter Chauffeur sein. Du hättest dem Mann ein Trinkgeld geben und ihn fortschicken sollen. Der ging voll allein. Muss todmüde gewesen sein. Aber angesehen hat man es ihm nicht. Gott, was ist das schon? Spielst du wirklich mit dem Gedanken, ihn anzustellen? Was heißt mit dem Gedanken spielen? Ich habe ihn eingestellt. Als Diener, Chauffeur. Dann brauche ich mir ja wirklich keine Gedanken mehr zu machen. Ja, dein Mann ist eben nicht nur ein Apotheker und Unternehmer, sondern manchmal auch ein guter Hausvater, der die Dinge bestens regelt. Erlauben Sie, dass ich mich zu Ihnen an den Tisch setze? Bitte? Wenn sich sonst nirgendwo Platz findet? Ist etwas? Sie schauen mich so sonderbar an. Ah, ich sollte mich vielleicht vorstellen. Wie Sie an der Livree sehen, ich bin der Chauffeur. Seaton ist mein Name. Die Neuerwerbung des Chefs? Ja, seit zwei Wochen. Ich bin mal hier in die Kantine rein, auf einen schnellen Tee sozusagen. Zum ersten Mal übrigens. Hübsch eingerichtet. Etwas zum Wohlfühlen. Darauf liegt Mr. Oates größten Wert. Betriebsklima muss stimmen. Sie sollten öfter mal reinkommen. Ja, wenn Sie auch gerade da sind. Ein guter Tee. Sicher auch Betriebsklima. Schon lange in der Firma, Mrs. Miss Belfort. Ja, schon einige Jährchen. Mit einem Büro in der Direktionsetage. Sehe ich so aus? Ich bin im Keller zu finden. Im Keller? Da sind meines Wissens... Warten Sie. Ja, die Forschungslabors. Ich bin die Chefapothekerin. Ach. Nichts Außergewöhnliches in einer pharmazeutischen Fabrik. Sind Sie aus Norwich, Mr. Seaton? Nein, ich bin erst seit kurzem. Ich meine auf Empfehlung. Aus Southampton stammen Sie nicht? Wie? Southampton? Nein. Wie kommen Sie darauf? Ich verstehe mich ein wenig auf Dialekte. Deshalb. Da muss ich Sie enttäuschen, Miss Belfort. Ich bin aus dem Norden. Möglicherweise gibt es da Ähnlichkeiten. Wie dem auch sei, es ist mir eine Ehre, Sie kennengelernt zu haben. Ich muss jetzt weiter. Vielleicht ergibt sich mal die Gelegenheit, ausführlich über die Dialekte der englischen Sprache zu reden. Vielleicht, Mr. C. Vielleicht. Ja.
Wer hat es denn da so eilig? Ah, Seaton? Sie sind es? Verzeihung, Sir, unter normalen Umständen würde ich mir nie erlauben... Ja, schon gut. Ist etwas mit meiner Frau? Nicht, wie Sie vielleicht vermuten, Mr. Oates, keinen Unfall oder so. Es ist bloß... Lady Linda hat vergessen, Schmuck anzulegen. Ohne Schmuck ins Theater? Ihre Frau bemerkt es erst an der Garderobe. Ja, komisch. Als sie sich von mir verabschiedete, hatte ich nicht den Eindruck, sie sei unvollständig angezogen. Aber kommen Sie, Seaton. Bestimmt hat meine Frau Sie zurückgeschickt, um das Fehlende zu holen. So ist es, Mr. Oates. Und wenn ich mich beeile, kann Lady Linda noch vor Beginn der Vorstellung den Schmuck anlegen. Hat sie gesagt, welches sein soll? Ihre Frau wünscht das Perlenensemble. Diadem, Collier und Armband. So? Na, dann wollen wir uns sputen. Folgen Sie mir, der Schmuck liegt im Safe in meinem Arbeitszimmer. Seaton, ich vertraue Ihnen damit ein Vermögen an. Ich bin mir dessen bewusst, Sir. Fahren Sie schneller, Seaton. Ich möchte nach Hause. Wozu die Förmlichkeit? Hier im Auto sind wir doch ganz unter uns, Linda. Ich will aber nicht. Was willst du nicht? Soll ich dir sagen, was du nicht willst? Du willst nicht durch mich an etwas erinnert werden, das uns beide verbindet, bis dass der Tod uns scheidet. Wie ein Pfaffe gesagt haben würde, hätte er das fragwürdige Vergnügen gehabt, uns zu trauen. Ach, hör auf, ich bitte dich, hör auf. Und am allerwenigsten willst du das Leben aufgeben, das du jetzt führst. Aber gerade in dem Punkt hängst du voll und ganz von mir ab. Du bist gemein. Ich nutze eine Chance. Wie oft soll ich dir noch sagen, dass du von mir nichts zu erwarten hast, was dich finanziell wieder flott macht? Von dir nicht. Aber von deinem Mann. Du Traumtänzer. Von dem? Schon ganz und gar nicht. An deiner Stelle wäre ich mir da nicht so sicher. Dein braver Oates hat mir nämlich heute Abend nicht mehr und nicht weniger als 10.000 Pfund ausgehändigt. Du Lügner. Gleich nachdem ich dich im Theater abgesetzt hatte, bin ich zurückgefahren und habe ihm gesagt, du hättest mich geschickt, um das Perlenensemble zu holen, das du leider vergessen hattest anzulegen. Du warst schon mal besser. Willst du sie sehen, die Perlen? In diesem Kästchen, das Diadem, in diesem das Armband und hier, das Collier. Damit kommst du nicht weit. Wer sagt denn, dass ich weit will? Ich gedenke, unter eurem Dach zu bleiben. Er wird dich rausschmeißen, sobald wir zurück sind. Er wird gar nichts. Weil du ihm eine plausible Erklärung geben wirst. Ich? Wieso denn ich? Weil du mich doch geschickt hast, die Perlen zu holen. Also lass dir was einfallen. Du Schuft. Du gemeiner Schuft. Das prallt ab. Weißt du was? Ich werde meinem Mann sagen, dass du ihn betrogen und bestohlen hast. Sofort nach unserer Ankunft werde ich ihm das sagen. Nur zu, Linda, nur zu. Und vergiss nicht zu sagen, wie du zu dem Schmuck gekommen bist. Ich bin dir also ausgeliefert. So möchte ich das nicht bezeichnen. Es liegt mir vielmehr daran, dich als Partnerin zu gewinnen. Oder sollte ich sagen, wieder zu gewinnen? Deutlicher? Seit ich bei euch arbeite, habe ich deinen Mann beobachtet. Und ich bin zu der Überzeugung gelangt, dass er ein leichter Fall ist. Völlig unkompliziert. Ich könnte dich ohne Schwierigkeiten zur Witwe machen. Zu einer reichen Witwe. Nach Hause, Seaton. Störe ich? Aber nein, Archibald. Ich fühle mich nur ganz und gar nicht auf dem Posten. Oh, das tut mir leid, Liebste. Du wolltest dich doch entschließen, Dr. Griffiths zu konsultieren. Seit Tagen sehe ich mit an, wie du dich hinquälst. Ich verspreche dir, zum Arzt zu gehen, wenn es heute nicht besser wird. Müsstest du nicht schon auf dem Weg zum Flughafen sein? Ich schaffe es schon noch, wenn Seaton ein bisschen aufs Pedal drückt. Ja, was ich dich fragen wollte. Du erinnerst dich, dass ich unserem Chauffeur in der vergangenen Woche auf deinen Wunsch hin deinen Perlenschmuck aushändigte. Ja, ich erinnere mich. Nun, also ich möchte vermeiden, dass du den Eindruck gewinnst, ich schnüffelte in deinen Angelegenheiten herum, aber... Als ich vorhin meine Reiseunterlagen aus dem Safe nahm,
musste ich feststellen, dass die Perlen noch nicht an ihrem Platz sind. Wenn es weiter nichts ist, mein guter Archibald, was dir Sorgen bereitet. Die Perlen habe ich gar nicht erst in den Safe zurückgetan. Wie darf ich das verstehen? Als ich sie im Theater trug, hatte ich das Gefühl, sie würden dringend einer Kosmetik bedürfen. Irgendwie sahen sie stumpf aus, das Gold war matt. Da habe ich sie am nächsten Tag zu Pattersons gebracht. Das tue ich ja von Zeit zu Zeit mit all meinen Schmuck. Ja, ich weiß. Na, so kann ich also beruhigt reißen. Bitte sei mir nicht böse, wenn ich dich damit behelligt habe. Es war schon richtig, mich zu fragen. Ohnehin wollte ich dich bitten, mir den Wagen zu überlassen. In deinem Zustand? Ich möchte ein bisschen raus aufs Land. Luftveränderung, verstehst du? Aber nur unter der Bedingung, dass Sieden dich fährt. Na schön. Bei der Gelegenheit werde ich bei Pattersons vorbeifahren und den Schmuck abholen. Das ist eine gute Idee, aber jetzt muss ich mich wirklich beeilen. Gute Besserung, Linda. Und dir gute Reise. Darf ich mir die Frage erlauben, wie lange du noch in dieser Waldeinsamkeit deine Nerven pflegen willst? Es reicht mit deinen Unverschämtheiten. Hilf mir auf, ich habe mit dir zu reden. In dem Ton? In jedem, der mir dir gegenüber angemessen erscheint. Hör zu. Mein Mann ist auf einer Geschäftsreise. Wenn er zurückkommt, werde ich ihm mit dem größten Bedauern mitteilen, dass du gekündigt und Norwich verlassen hast. Das schau nicht so begriffsstutzig drein. Du wirst deinen Koffer packen und verschwinden, wenn das klarer ausgedrückt ist. Deine Worte habe ich gehört, natürlich. Aber ich habe nichts verstanden. Ich setz dich vor die Tür, schmeiß dich raus, geb dir einen Tritt in den Hintern, Zieten. Immer wenn du gewöhnlich wirst, verstehe ich dich am besten. Das war schon damals so, als ich dich aus der Gosse auflas. Na, wie fein, dass du es nun kapierst. Mein Perlenschmuck liegt bei der Rückkehr meines Mannes wieder im Safe. Und du hast das Feld geräumt, okay? Hältst du mich für blöd? Ich bin nicht nach Norwich gekommen, um mich von dir abservieren zu lassen. Du wirst mir helfen, mich aus den Niederungen der Gesellschaft wieder dorthin aufzuschwingen, von wo ich gekommen bin. Und du darfst mir am Ende dankbar sein, wenn ich dich die Leiter nicht wieder runterpurzeln lasse, die du mit meiner Hilfe raufgeklettert bist, Mrs. Archibald Oates. Das solltest du nie vergessen, Linda. Gebe dir 100 Pfund, damit kommst du erstmal ein Stück weiter. Ich will nicht ein Stück weiterkommen. Ich will wieder rauf. Unter meinesgleichen sein, einem Club angehören, wieder mit Sir angeredet werden. Und deshalb bleibe ich. Und ich behalte auch die Perlen. Hör zu. Ich habe meinem Mann gesagt, sie befinden sich zur Reinigung beim Juwelier. Und dort können sie nicht ewig bleiben. Sie müssen zurück in den Safe. Wie denn, wenn ich sie nicht rausrücke? Daumenschrauben? Du meinst wohl, du hättest mich jetzt so weit, dass ich allem, was du mir vorschlägst, zustimmen würde. Täusch dich nicht. Täusch du dich nicht. Ich habe im Moment nichts. Du hast alles zu verlieren. Genug. Gib mir die Autoschlüssel. Willst du etwa fahren? Genau. Also, die Schlüssel. Bitte? Ja. Pack die Sachen zusammen, während ich wende. Was soll der Unsinn? Linda! Na, das nenne ich eine Überraschung. Linda! Hallo, Archibald. Hattest du einen angenehmen Flug? Ja, danke, dass du mich abholst. Statt Blumen einen Kuss? Wo steckt denn Sieben? Hat er seinen freien Tag? Eigentlich nicht. Was heißt das? Er hat vor ein paar Tagen um Urlaub gebeten. Ja, am Tag nach deiner Abreise. Er wollte zur Beerdigung einer alten Tante nach... weiß nicht mehr wohin. Ja, ist ja auch nebensächlich. Du hast ihn also beurlaubt. Ja, aber nur für einen Tag. Länger wollte er auch gar nicht bleiben. Nun ist er schon 5 Tage fort. Ja, es soll ja schon vorgekommen sein, dass Dienstpersonal plötzlich sehr triftige Gründe hatte, das weiterzusuchen. Ich will dem Mann beileibe nichts unterstellen, aber... Ist dein Schmuck im Safe? Aber ja, mein Lieber. Und nun, lass uns nach Hause fahren. Musik.
Miss Belfort, bitte nehmen Sie Platz. Danke. Sie sind der Herr, den ich angerufen habe? Inspektor Spix. Es wäre mir sehr lieb, wenn wir gleich zur Sache kommen können. Ja, Sie haben, wie Sie am Telefon angaben, den in den Zeitungen abgebildeten Toten erkannt. Er ist mir begegnet. In unserer Betriebskantine. Sie müssen wissen, ich bin Chefapothekerin bei der Oats-Pharma. Ah, das ist ein bekanntes Unternehmen. Also Sie sind dem Mann, als er noch lebte, begegnet? Ja, er trank einen Tee und unterhielt sich eine Weile mit mir. Hm. Würden Sie den Toten identifizieren können? Sie meinen im Schauhaus? Mit Tuch vom Gesicht wegziehen und so? Ich glaube schon. Aber weshalb ich gekommen bin, ist nicht der Umstand, dass ich mit diesem Mann irgendwann einmal an ein und demselben Tisch gesessen und ihn wegen seines Dialekts gefragt habe, ob er aus Southampton stamme. So, nicht deshalb. Nein, sondern weil er, obwohl er es leugnete, in der Tat aus Southampton stammte und ich dort mit ihm zu tun hatte. Beruflich und in einer Weise, die unsere persönliche Bekanntschaft nicht erforderte. Sie sagten, dass Sie beruflich mit ihm zu tun hatten. Als Apothekerin. Ganz recht. Ich lebte damals noch in Southampton bei meinen Eltern. Und die Apotheke, in der ich angestellt war, befand sich nur wenige Schritte von dem Haus entfernt, in dem dieser Mann, Ihr Toter, jahrelang ein- und ausging. Wenn Sie etwas Zeit haben, Inspektor, dann könnte ich Ihnen Dinge erzählen. Interessante Dinge. Ich habe alle Zeit, die Sie brauchen, Miss Belfort. Guten Tag, Mr. Spinks. Suchen Sie sich einen Sessel aus. Danke. Und geben Sie mir eine Antwort auf die Frage, ob es unbedingt nötig war, dass Sie mit Ihrem Polizeiausweis alle von meinem Büro errichteten Hindernisse beiseite räumten. Vom Pförtner bis zur Vorzimmerdame. Es wirft immer ein schlechtes Licht, wenn Beamte der Kriminalpolizei auftauchen. Es erschien mir richtiger, Sie nicht zu Hause aufzusuchen, Mr. Oates. Ja, schön. Darf ich erfahren, was Sie zu mir führt? Sofort und ohne Umschweife, Sir. Ich bin Leiter der hiesigen Mordkommission. Zu meinen Aufgaben gehört es auch herauszufinden, woran Leute, die irgendwo tot aufgefunden werden, gestorben sind. Manchmal kommt es vor, dass diese Toten weder Papiere noch andere hinweisende Gegenstände bei sich haben, aus denen die Polizei ihre Identität ablesen kann. Sehr aufschlussreich, was Sie da über Ihre Arbeit sagen. Wenn ich Ihnen dieses Foto hier zeige, Mr. Oates, würden Sie in dem Mann Ihren Diener Seaton erkennen? Auf den ersten Blick. Danke, das genügt. Es ist merkwürdig, dass weder Sie noch Ihre Frau auf die Veröffentlichung des Fotos in den Zeitungen reagiert haben. Herr Inspektor, wir sind keine Beamten, die Ihre Zeit mit Zeitung lesen totschlagen. Womit Sie sagen wollen, dass Sie die Fotos nicht gesehen haben. Gut. Und Ihre Frau? Oh, meine Güte. Wenn sie das Bild des Toten in der Zeitung entdeckt hätte, wäre sie sofort zu Ihnen gekommen. Was zum Beispiel Ihre Apothekerin Miss Belfort getan hat. Hat die den Seaton gekannt? Zunächst einmal erkannt. Ja. Aber gekannt hat sie ihn auch. Lange bevor sie nach Norwich kam. Ist ja interessant. Nicht wahr? Seaton lebte damals wie Miss Belfort in Southampton. Allerdings unter einem anderen Namen. Wussten Sie, dass Ihre Frau aus Southampton stammt? Natürlich. Aber in diesem Zusammenhang doch wohl der reine Zufall. Gar nicht so zufällig. Miss Belfort gab mir, als sie zu uns kam, ein paar Hinweise, denen ich nachgegangen bin. Tja, Mr. Oates. Und im Ergebnis meiner Recherchen an Ort und Stelle bin ich zu der Überzeugung gelangt, dass Seaton und ihre Frau Komplizen sind. Oder waren. Herr, wenn Sie das nicht untermauern können, strenge ich eine Klage gegen Sie an. Bitte bewahren Sie Ruhe. Miss Belfort erkannte ihre seinerzeit frisch gebackene Gemahlin als die Sprechstundenhilfe wieder, die in Southampton häufig in die Apotheke kam, in der Miss Belfort beschäftigt war. Leider behielt die Dame ihr Wissen für sich, weil sie um ihre Stellung bei Ihnen fürchtete, wie das so ist, nicht wahr? Sie schwieg aber nicht mehr, als sie den Unfalltoten in der Zeitung abgebildet sah. Sie erwähnen zum ersten Mal, dass es ein Unfall war, der Seatons Tod herbeiführte. So tue ich das? Ich sagte eben, Seaton und ihre Gattin seien Komplizen gewesen.
Seit Southampton erpressten sie sich wohl immer mal gegenseitig. Damals wusste sie von dem Missbrauch seiner Arztstellung, sagte aber vor Gericht nicht gegen ihn aus. Den Preis dafür hatte der Mann nach seiner Haftentlassung zu zahlen, als er ohne Approbation und mittellos von ihr aufgefordert wurde, nach Swansea zu kommen. Dass ihre Gattin bereits zweimal verheiratet war, ist Ihnen bekannt, Mr. Oates? Ja. Also, Lady Linda war zweimal verheiratet. Der eine Herr, der das Vergnügen hatte, mit ihr verehelicht zu sein, fand in Swansea, der andere in Aberdeen, jeweils bei einem Unfall den Tod. Nur ganz offensichtlich keine kriminellen Handlungen das Ableben ihrer Vorgänger herbeigeführt hatten, zahlten die betreffenden Gesellschaften die in beiden Fällen nicht unbeträchtlichen Summen der Lebens- und Unfallversicherungen an die Witwe aus. Ein ganz normaler Vorgang. Und ich bin von meiner Frau auch über die bedauerlichen Umstände in Kenntnis gesetzt worden, die den Tod der ehrenwerten Herren herbeiführten. Ja, ja. Hat sie Ihnen auch gesagt, dass beide Male wenige Wochen vor den Unfällen ein neuer Freund des Hauses von Lady Linda dem Ehemann vorgestellt und gebeten worden war, eine Weile Gast des Paares zu sein? Wussten Sie das? Nicht so genau. Nach meinen Ermittlungen hatte in beiden Fällen dieser neue Freund eine auffällige Ähnlichkeit mit ihrem Dienerchauffeur Seaton. Mit Ihnen, Mr. Oates, sollte der dritte Coup des Paares gelandet werden. Lady Linda wollte oder sollte wieder die reiche Witwe werden. Ich weiß nicht, ob das alles so stimmt, was Sie da vortragen. Es stimmt so oder so. Ich vermute, dass Ihre Frau sich gegen den Plan eines dritten tödlichen Unfalls stellte, weil sie ja bei Ihnen alle Voraussetzungen erfüllt sah, das Leben einer schönen und verwöhnten Frau zu führen. Also übte Seaton Druck aus und ihre Gattin entzog sich der Erpressung, indem sie den Mann überfuhr. Sie sehen mich erschüttert, Inspektor. Zutiefst erschüttert. Es wird einen entsetzlichen Skandal geben. Und diesen Skandal fürchtest du mehr als alles andere auf der Welt. Da würde es dann auseinanderbrechen zwischen dir und deinesgleichen, obwohl ihr doch eigentlich zusammenhalten müsstet gegen eine wie mich. Ja, es wird einen Skandal geben. Aber es wird zu keinem Bruch kommen zwischen mir und meinen Freunden. Denn bei Trauerfällen kondoliert man in der gebührenden Form. Was heißt bei Trauerfällen? Es ist doch niemand gestorben. Doch, du. Ach, bin ich wirklich für dich gestorben, Mr. Oates? Meine Liebe, dein Aufenthalt in unseren Kreisen war für dich von Nutzen. Du hast Erkenntnisse gesammelt. Oh ja, so wirst du unschwer zu deuten wissen, was ich hiermit meine. Ein Revolver? Ein Revolver? Und? Wo ist das Begleitkärtchen? Mit besten Empfehlungen für eine saubere Lösung der anstehenden Probleme. Ich würde die Kugel einer 20-jährigen Haftstrafe vorziehen. Dann tu's doch! Tu's doch! Knall dir die Kugel in den Schädel! Sei Vorbild! Zeig mir, Würdelosen, wie sich deine Kreise würdevoll aus der Affäre ziehen! Zeig's mir! Los! Ich sehe nach, wer da ist. Vielleicht schon die Polizei. Ah, Sie sind es, Inspektor Spinks. Tut mir leid, Mr. Oates. Ich komme mit einem Haftbefehl für Ihre Frau. Damit war zu rechnen. Ich habe Mrs. Oates vorbereitet in gewisser Weise. Schnell, kommen Sie. Mein Gott, sie wird sich doch nicht etwa... Doch. Sie hat. War das Ihre Vorbereitung? In gewisser Weise? Wir brachten ein Kriminalhörspiel von Klaus G. Zabel. Das dritte Opfer. Dramaturg Ludwig Achtel. Die Personen und ihre Darsteller waren Archibald Oates, Wolf Götte,
Lady Linda, Marilou Pohlmann, Seaton, Friedhelm Eberle, Miss Belfort, Ruth Friemel, Inspektor Spinks, Hans-Joachim Hegewald. Schnitt Lothar Fahrig, Ton Helga Hoffmann. Regieassistenz Dorothea Garlin, Regie Annegret Berger.